Ich bin da eigentlich total oldschool, was das angeht. Ich mag eigentlich den Text immer noch am liebsten. Ich weiß, alle Leute sagen, Video ist die Zukunft und sowas. Tatsächlich mag ich aber Text sehr gerne. Ich mag sehr gerne lange, ausführliche Artikel. Ich mag es eigentlich aktuell die journalistische Wendung bei der ganzen Berichterstattung über Spiele, wo es dann tatsächlich um die Menschen dahinter geht, um lange, interessante Berichte, wer die Leute sind, die Spiele machen, was die so machen, woher sie kommen, was die so machen wollen. Und das finde ich total spannend eigentlich. Ich glaube, Computerspiele sind inzwischen so sehr verbreitet, dass man in verschiedenen Formen überall über sie sprechen kann, soll, muss. Und sei es irgendwie in Let's Play-Videos, wo man dann tatsächlich Spielszenen zeigt, in langen Artikeln, wo man über die Hintergründe spricht, in Radiobeiträgen, wo man mit den Leuten spricht oder einfach Spiele vorstellt. Ich glaube, das hat inzwischen eine sehr, sehr diverse Funktion. Also dieses ganze, also über Spiele sprechen ist nicht mehr nur noch sagen, welches Spiel cool ist, sondern inzwischen eher abdecken von einem total riesigen Kulturfeld. Das Ding ist, Computerspielberichterstattung war sehr, sehr lange Zeit so ein Nerd- und Nischenthema, wo man wirklich für Kenner geschrieben hat oder gesprochen hat. Und das ist es inzwischen nicht mehr. Und ich finde, man muss versuchen, so verständlich wie möglich über Spiele zu schreiben, halt auch Leuten das Ganze näher bringen, die überhaupt keine Ahnung davon haben. Und das ist super wichtig. Und das andere ist, ich glaube, was man vermitteln muss, ist, wie man Spiele verstehen muss. Und da muss man eben erklären, wie, also nicht nur, wie die Spiele oberflächlich wirken, was da passiert, sondern tatsächlich, wie diese ganzen Regelsysteme, wie alles, was im Hintergrund läuft, irgendwie zusammenspielt, um eine Aussage zu treffen. Also was sagen Spiele eigentlich aus? Worum geht es da überhaupt? Und da muss man eben schaffen zu erklären, dass das irgendwie alles schlüssig ist und passend ist.